Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Intuitives Malen und innere Einkehr ist mein heutiges Thema für euch, für dich. Lass dich überraschen. Für mich war es auch eine Überraschung pur, was ich erleben durfte. Und ich möchte mich kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Karin. Ich bin hochsensibel und hochsensitiv. Und auf meinem Kanal geht es um Kunst und Therapie im Dialog. Ja, also ich gucke da, ob die Kamera richtig steht, weil es ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn man was wirklich Schönes erlebt und dann ist es nicht drauf auf dem Film. Ja, mein heutiges Thema ist ja intuitiv malen und Einkehr oder innere Einkehr. Ich habe mich auf dem Weg gemacht, ja, zu einer kleinen Wanderung, den Herbst nochmal wirklich in all seiner Schönheit zu erleben, einzufangen. Aber dieses Malen draußen oder Zeichnen draußen mache ich nicht nur im Herbst, sondern regelmäßig. Es ist eine Wohltat, sich mit Mutter Natur zu verbinden. Und übrigens, jetzt kommt gleich, ich habe mein Wasser vergessen für die Farben. Aber auch das geht alles, wenn man draußen ist. Ja, es ist Entspannung pur. Jetzt wiederhole ich mich nochmal, sich mit Mutter Natur zu verbinden, die Schönheit, ja, zu spüren, zu riechen, zu schmecken, zu fühlen, Danke zu sagen, Danke für die Sonnenstrahlen, Danke, dass ich jetzt hier sein darf, um mit euch dies zu teilen auch, ja. Also ich genieße regelmäßig diese Auszeiten, um draußen zu meditieren, ja, um bei mir selbst wieder anzukommen. Ah, Pferdchen. Und die Natur ist eine Quelle von unendlicher Inspiration. Und es geht jetzt nicht darum, dass da jetzt ein ganz tolles Bild entsteht, das wisst ihr. Viele von euch begleiten mich ja schon sehr, sehr lange. Und das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck, sondern es geht allein darum, den Augenblick, so wie er ist, genießen zu können, zu erleben. Nicht mal genießen, ist ja auch schon wieder eine Bewertung. Ich würde eher sagen, zu erleben zu dürfen. Ja, und wenn ich da draußen bin, dann fühle ich mich getragen und gehalten, ich nenne sie immer gern, von Mama Natur, von Mutter Natur, ja, dieses Getragenwerden. Und viele meiner größeren Werke sind hier draußen entstanden. Da kommt jetzt gleich im Nachhinein noch ein kleiner Einblick. Ja, Pfirti. Denn die Skizzen, die ich draußen anfertige, sind häufig Vorlage für meine Aquarelle, für meine abstrakten Bilder. Ja, das war jetzt nur mal ein ganz kurzer Einblick, ne? Da könnte man ja stundenlange Videos drehen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, über meine Workshops,
dann besuch mich gerne auf meiner Website und informier dich über eine mögliche Zusammenarbeit. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung und ach ja, genau, es gibt einen Gratis-Workshop. Die Verlinkung ist jetzt hier gleich oben. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!